Verehrte Zuschauer, willkommen zu einer neuen Ausgabe von Business Today, dem Medientalk hier beim Medienportal TV. Wir sprechen mit Entscheidern aus Medien und Politik und heute freue ich mich ganz besonders, hier bei uns begrüßen zu dürfen Wolfgang Elsässer, Geschäftsführer von Astra Deutschland. Hallo, Herr Elsässer. Schönen guten Tag, grüß Sie. Herr Elsässer, laut Digitalisierungsbericht der Landesmedienanstalten waren Mitte 2011 noch ca. 2,5 Millionen Haushalte in Deutschland analog. Was bedeutet das für die geplante Analogabschaltung via Satellit im April nächsten Jahres? Ja, wir sind Vollgas unterwegs gerade in der Digitalisierung. Es sind noch 2,5 Millionen Haushalte zu digitalisieren. Und 2,5 Millionen Haushalte bedeuten 5 Millionen Receiver, die noch verkauft werden müssen in den nächsten Monaten. Ich schätze mal, dass wir nicht mehr bei 2,5 sind, sondern vielleicht jetzt schon bei 2,2. Aber es ist noch einiges zu tun in den nächsten Monaten. Und dazu, ja, kommunizieren wir extrem viel. Wir als Astra natürlich. Intensiv mit dem Handel, mit den Herstellern, aber auch gemeinsam mit den Fernsehsendern, die jetzt ihre Digitalisierungswochen starten. Mit welchen Maßnahmen sind Sie da unterwegs? Sie erwähnten gerade die Digitalisierungswochen. Ja, wir stimmen gerade den Handel ein in Deutschland. An 50 Standorten in Deutschland schulen wir insgesamt über 2000 Händler in den nächsten Wochen, um die auf den Endspurt einzustimmen. Dann arbeiten wir sehr aktiv mit dem Projektbüro Klar Digital, die ja die Fernsehsender, die Maßnahmen der Fernsehsender koordinieren. Und dann sind wir natürlich per se aus unserer Tradition intensivst mit dem Handel im Gespräch. Wir machen große Handelskampagnen. Sie werden von allen großen Handelspartnern, sei es Mediamarkt, Saturn, Euronix, Expert oder auch der EP-Gruppe, werden Sie jetzt große Digitalisierungskampagnen in den nächsten Wochen erleben. Im Rahmen der IFA hat Astra Deutschland auch eine Kooperation mit der Deutschen Telekom bekannt gegeben. EntertainSat ist gestartet. Welchen Mehrwert bringt das Ihren Satellitenhaushalten? Ja, das ist ein tolles Produkt, weil wir glauben, dass das Angebot der Telekom mit dem Angebot von Astra das Beste beider Welten zusammenbringt. Die Telekom hat sich entschlossen, ein Produkt anzubieten, T-EntertainSat, was quasi einen Satellitenreceiver in Verbindung mit einer hybriden Set-Top-Box bedeutet. Und das ist ein ganz tolles Angebot. Die Telekom ist überaus erfreut über die Zuwachszahlen und wir natürlich auch. Und wir glauben, dass es für den Endverbraucher ein ganz tolles Produkt ist, weil er die 270 digitalen Fernsehprogramme von Astra bekommt. Er bekommt natürlich auch alle HDTV-Programme, insbesondere auch die HD-Plus-Programme freigeschaltet auf der Set-Top-Box automatisch. Und das ganze schöne, nichtlineare Angebot der Telekom. Es gibt ja noch eine Tochtergesellschaft von Astra Deutschland, HD+. Und da gibt es einen ganz tollen neuen Werbespruch. Wer kein HD+ hat, kann die schönsten HD-Momente nicht mehr hereinlassen. Welches Fazit können Sie bezüglich HD+ heute schon ziehen? Sie haben ja auch schon mehrere Sender an Bord bekommen. Ja, also wir sind extrem freudig über die Entwicklung, die sich sehr positiv darstellt. Wir haben ja mittlerweile 12 Sender auf der Plattform. Wir haben am ersten Tag der Medientage haben wir Tele5 HD aufgeschalten als unseren jüngsten Sender. Damit ist das Dutzend jetzt voll. Wir haben Verträge mit über 35 Receiver-Herstellern, die mehr als 60 Modelle mittlerweile in den Markt gebracht haben. Wenn Sie heute in den Handel gehen, dann sehen Sie diese bunte Vielfalt an Endgeräten und das ist ganz toll. Wir haben mittlerweile eine technische Reichweite, also von Menschen, die privaten Fernsehprogramme über HD+ nutzen, von weit über 1 Million. Und damit, glaube ich, haben wir schon den Durchbruch geschaffen und sehen auch, dass insbesondere aus der Seite der Fernsehsender ein hohes Interesse besteht, ihre Programme über HD+ auch auszustrahlen. Das sind doch sehr positive Zahlen. Doch nicht nur HD+ ist ein großes Thema, sondern eben auch HBB-TV oder neuerdings auch der Begriff Smart-TV, der da auftaucht. Sie als Astra Deutschland, Sie entwickeln ja auch HBB-TV-Applikationen, hosten diese. Wie beobachten oder betrachten Sie HBB-TV? Ist das nur ein Hype oder ist das wirklich eine neue Zukunftstechnologie für das Fernsehen? Ja, sicherlich Letzteres. Also wir als Astra waren ja ganz vorne mit dabei in der Entwicklung dieses Standards. Es ist für uns als Satellitenbetreiber extrem wichtig, Standards zu entwickeln und Standards zu haben, damit unsere Fernsehsender Businessmodelle entwickeln können auf einer großen, standardisierten Reichweite. Und das bietet uns jetzt eben HBB-TV und dort haben wir uns quasi als Full-Service-Provider entwickelt. Mit unserer Tochterfirma Astra Plattform Services entwickeln wir Applikationen für Sender. Wenn Sie sich zum Beispiel die Sport1-Applikation anschauen oder die Applikation von Home Shopping Europe, dann zeigt es eindrucksvoll, was über diese interaktive, diese hybride Lösung möglich ist. Und ja, das unterstützen wir, das spielen wir auch aus und verbinden quasi auch damit diese zwei Welten des linearen Fernsehens und des nichtlinearen Fernsehens. Und wir glauben, dass das ein ganz, ganz spannendes Thema ist für unsere Fernsehsender in der Zukunft und heute schon, weil immer mehr Smart-Geräte, sei es Set-Top-Boxen
Fernsehen oder IDTVs in den Markt kommen, sodass wir über eine schnell steigende Reichweite verfügen, ja, und unsere Fernsehsender dann quasi ihr Geschäft im nichtlinearen Bereich verlängern können. Das sind interessante Entwicklungen, Herr Elsässer. Wir werden die natürlich auch weiter verfolgen. Und für den Moment vielen Dank, dass Sie heute bei uns waren. Danke, dass Sie mich eingeladen haben. Gerne. Liebe Zuschauer, soweit Business Today für heute. Mehr Beiträge zu den Themen Medien und Kommunikation finden Sie auch bei medienportal.tv. Vielen Dank fürs Zuschauen und auf Wiedersehen.